Hallo YouTuber, Cube Easter und herzlich willkommen zur ersten Folge Far Cry 5. Ich hoffe, es gefällt euch. Es wird jeden Tag zwischen 12 und 14 Uhr ein Video hochgeladen. Als Folge. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und gratis Abo da und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, und zu allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Okay. Sekten VIPs tragen Körperband. Setze heimliche Takedowns ein oder sei auf ein heiliges. Okay, also. Vom Spielprinzip her, wie die anderen Far Cry Teile, denke ich mal. Montana, Big Sky Country. The Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Das ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hier. Aber die Qualität ist schon der Hammer. Sie waren anders. Religiös. Militant, das war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind allein. Verdammt, dass wir die verlorenen Seelen retten. Die Rettung wollen oder nicht? Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und das müsste dann die Sekte sein. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Nein. Ich zwinge sie zu sehen. Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggy's? Project at Eden
Jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Gericht der Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Die Höhle des Löwen. Er steht da hinten mit dem Flammenwerfer. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Aha. Aufgepasst. Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Jetzt geht's los, denke ich mal. Ladebildschirm. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding, das hier geht euch nichts an. Der Haftbefehl, erreiche die Kirche. Alles in Ordnung, Max. Alles ist in Ordnung. Gut, Gültiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen. Hey, was war das denn? Wir wollen Kurz hier nicht sehen. Da geht's ab, ey. Marsche, wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön, halten wir an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du, mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Wir werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Das ist doch so gestört. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Gut, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Nein, Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht! Los! Gott wird das nicht zulassen. Ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh, treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe, ein fahles Pferd.
nicht zulassen. Rookie, leg ihm Handschellen an. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Es fängt auf jeden Fall schon extrem krass an. Also richtig geile Storyline bis jetzt. Gehen wir. Also, ganz krass in Zeitlupe, Alter. Einfach nur ein Haufen Gestörte hier. Stille. Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Niemand kommt, um euch zu retten. Dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großer Plan. Ich bin immer noch hier bei Gott. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs, die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort los. Los, geht an!
raus hier! Gottes Wille! Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen, genau? Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Aber schon ein krasses Spiel, Alter, bis jetzt. Also ich feiere es extrem, muss ich sagen. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammt, der Psychopath. Wir werden hier rauskommen, okay. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher
mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... So, jetzt gibt's Action. Ich sehe niemanden da draußen. Ja, wieso verreckt der Wichser da draußen überhaupt? Dann ist die scheiß Muni leer und danach bist du am Arsch. Aber an und für sich wirklich ein extrem geiles Spiel bis jetzt. Wir schauen, dass wir da rauskommen jetzt. Mit dem Fight. Ja, genau. Heilige Scheiße! Guter Schuss! Da, links!
letztes erste Hilfe-Set. Auf Wiedersehen. Jetzt liegen sie wahrscheinlich irgendwo angespült. Und da ist in dem Fall einer, der gegen sie kämpft. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Sie glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Ja. Scheiße. Schneide nicht schlecht das Messer. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Das wird jetzt mein Mentor, oder wie sehe ich das? Ja, liebe Leute, das war's für die erste Folge. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und gratis Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Wie gesagt, täglich zwischen 12 und 14 Uhr kommt eine neue Folge von Far Cry 5 online. Checkt auf jeden Fall noch die Links in der Videobeschreibung ab.
Und dann würde ich sagen, bis dahin reingehauen, euer Park Cube. Ciao.